Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der ältere Bücher empfiehlt. Ich will immer auf dem neuesten Stand sein und ich rede mir ein Schriftsteller aus dem letzten Jahrhundert, was kann der mir heute erzählen? Natürlich, natürlich, natürlich. Das gilt nur, wenn es um wissenschaftliche Erkenntnisse geht. Da kannst du ja mittlerweile, ich sag's jetzt mal ganz provokativ und natürlich hoffnungslos übertrieben, die ganze Bibel vergessen. Mit ihrer Vorstellung von der Erde, mit ihrer Vorstellung von der Erschaffung des Menschen und was weiß ich alles. Aber es gibt ja noch einen anderen Aspekt, einen ganz wichtigen Aspekt. Es gibt ein paar grundsätzliche Gedanken, die sich möglicherweise auch über die Jahrhunderte vom Grundcharakter her manch verändern.